Einen wunderschönen Donnerstagnachmittag wünsche ich euch. Hier ist eine Nagelnorgel-Folge LS22 auf der wundervollen Adelshofen. Zusammen mit dem Martin, den ihr gleich hören werdet, und meiner Wenigkeit einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Grüße! So, hier sind wir wieder, wie gesagt, auf der Adelshofen. Wir warten mal noch, bis Martin soweit ist. Und dann schalten wir wieder live mit dazu. Er braucht immer ein bisschen länger, ne? Ihr kennt das ja. Nein, das wird natürlich dann, wie gesagt, wenn das denn die ganzen Hotkeys richtig gesetzt sind, wird das dann auch besser passieren. Jo. So. Wir sind noch zu Gange. Moin, Marc! Hallo! Also, es war nicht ganz so verpeilt gestern, es war eine Mittwochsfolge. Warum ich mittendrin meinte, es ist ein Donnerstag, ich weiß es nicht. Ja, das ist das Alter. Es ist die Hitze. Ja, es ist die Hitze. Es ist einfach diese fucking Hitze. Das ist so echt schlimm, ey. Vor allem, ich meine, gerade die PCs so, ne? Gut, wir haben jetzt hier, ja, wir haben jetzt hier einen größeren Raum. Ich meine, du kennst mein Wohnzimmer. Aber trotzdem, das bläst hier ganz schön. Puh. Ja, ich muss meine Rennmaschinen neben dir stehen hast, kommt blasen ganz schön Luft raus. Ich muss meine Lüfter demnächst auch mal ein bisschen sauber machen, so langsam wird Zeit. Ja, muss ich auch mal. Ich muss auch mal, weil ich da ja reingucken kann in das Gerät. Ja, das kann ich ja auch. Ja, ein bisschen Reinigung starten. Ja, mal so eine Luftschlauch hätte ich fast gesagt, dann mal so eine Blasekartusche organisieren und einmal durchpusten den Jungen. Mal gucken, eventuell muss ich dann mal nach der Kühlflüssigkeit gucken, wie es da aussieht. 53% Auftrag. Muss ich nämlich dann mal eventuell nachfüllen. Mal schauen. CPU-Kühler. Eine Wasserkühlung, die ich da drin habe. Mhm. Hast du mittlerweile auch umgestellt bei dir auf manuell, Differential, Allrad und das alles oder fährst du nur automatisch? Ich fahre nur automatisch. Achso. Automatisch. So, ja, dann komm ich ja ist eigentlich heute. Donnerstag ist klar, ja. Ich muss jetzt gerade mal im Kalender gucken. Samstag ist der 2. Donnerstag ist der 30. Der letzte Tag im Juni. Stimmt, genau. Oh, dann krieg ich ja eventuell Freitag oder Samstag mein Auto. Oh. Musst du sofort Bilder schicken und so, ne? Ja, ja, mach ich auf jeden Fall, ey. Das glaubst du aber. Das glaubst du aber. Die Farbe? Das ist so ein Grauton ist das. Das sieht fast aus wie so blau, aber das ist eigentlich so schwer zu beschreiben. Okay. Also im Fahrzeugschein steht drin für grau. Aber das ist, also ich finde nicht, dass es grau ist. Ja, auch nicht schlecht. Aufkleber haben wir auch schon bestellt. Einer darf natürlich nicht fehlen, ne? Offizieller Sponsor der Bußgeldstelle. Da hast du ja selber Schuld, wenn du alles sponsorst. Ja. Kann ich dich dann auch nicht bedauern. Ja, ich sponsore ja Gott sei Dank nicht. Der ist ja nur einfach draufgeklebt. Ich finde ihn einfach geil. Und dann haben wir noch Beagle-Pfoten. Okay. Mit drauf. Und da meine berühmt-berüchtigten Rallye-Streifen, aber diesmal seitlich. Und nicht einmal oben drauf. Ah, okay. Jetzt hatte mein 30 hatte ja die Rallye-Streifen, mein jetziger hatte jetzt die Rallye-Streifen und der kriegt sie jetzt halt seitlich dran. Und nicht über dem Motorhaube, Dach hinweg. ...54% abgeschlossen. Hui! Ja. Das und das und weiterfahren. Ja. So, machen wir morgen Abend eine Runde LS. Samstagabend machen wir dann wieder Anu. 22.05 gehe ich mal aus. Sonntag nehmen wir dann wieder die Frühling auf. Oh, schön. Das ist ein Plan.
Ja, wie gesagt, also nächste Woche, Quatsch, also diese Woche, das wird nächsten Samstag, sprich, da werde ich nicht viel streamen. Ja. Weil eventuell habe ich noch eine Nachtschicht. Wenn ich keine Nachtschicht haben sollte, dann können wir das Samstagabend auch noch irgendwas machen. Aber wenn natürlich Nachtschicht ist, dann fällt das natürlich aus. Also das. Ich wollte gerade sagen, könnten wir freitags nur Adelshof machen und da aufnehmen, aber weil du ja nicht da bist, auch doof. Ja, weil wegen Nachtschicht, ja, ne? Richtig. Richtig. Ist ja egal. Packen wir alles in den Sonntag. Jo. Oder irgendwie in der Woche mal einen Nachmittag oder sowas. Das ist ja flexibel. Das sehen wir dann. Da sind wir ja flexibel. Lotte guckt auch die Folgen, hat sie gesagt. Hat sie mir jetzt auch geschrieben gehabt. Naja, guckt sie sich wieder an, alle. Auch nicht schlecht. Ja, einigen Leuten hat das schon gefehlt. Das habe ich schon mitbekommen. Da haben die dann ihre Mittagspause gemacht oder sowas und haben sich dann die Folgen angeguckt. Ne? Ja, ja, ja. Das habe ich jetzt auch schon. Auch privat haben mich schon welche bei YouTube angeschrieben. Und haben gesagt, oh Gott sei Dank, dass du wieder was machst. Wie viele Bahnen hast du noch oben bei dir? Oh, ja, guck mal. Hast du noch ein paar? Ja. 3, 4, 5, 6, 7, 10 Stück vielleicht. Okay. So, Pi mal Daumen jetzt. Ja. Aufmerksame Zuschauer können ja jetzt mit dem Lineal messen. So, wir gehen da mal eben einmal bei. So, da habt ihr jetzt die Querbreite, ne? Ja, genau, einmal so, ne? Jetzt habt ihr die Querbreite und das könnt ihr messen. Bis hoch zum Rand. So, rein theoretisch, wenn wir die Karte jetzt nochmal einblenden, mal richtig ranzoomen, dann seht ihr ja, ne, das ist das, was der Flug dann macht und das sind dann noch die Bahnen, die zu fahren sind. Aber wie gesagt, da werden wir dann offstream da. Wird da noch ein bisschen was passieren. Richtig. So ist es. Class Aktion ist das, ne? Ja. Ja, du hast glaube ich den 800er, ja. 870. Ja, stimmt, steht auch noch im Link. Ja. Ja. So, meine Schwester will sich jetzt auch wohl eine Rentkiste holen. Oder zusammenbauen. Okay. Ja, hat sie mir jetzt neulich gesagt gehabt, dass sie. Dass ich doch mal gucken sollte. Aber auch wieder selber zusammengebaut alles. Mhm. Ja, da kannst du jede Menge Geld sparen, wenn du da selber zusammenbaust, den PC. Ja, stimmt. Da bist du manchmal günstiger wie so ein fertig zusammengebauter. Und vor allem in dem fertig zusammengebauten sind manchmal veraltete Teile drin. Gut, das ist jetzt bei meinem jetzt auch, ist klar, aber ne, zu dem Zeitpunkt war er auf dem neuesten Stand der Technik. Außerdem kann man dann eigenständig Bling-Bling reinbauen. In meinen Partybussen. Blau-weißer Partybus. Schalalala. Was? Der ganze Bus muss pipi. Pipi, genau. Es gibt kein Bier auf Hawaii.
Junge, was stimmt denn nicht mit dir? Es ist 14 Uhr, Mann. Ja. Da, ne, kann man schon mal dran denken. Wie bekommt die Hitze nicht? Kann das sein? Ja, ist so. Mir schmelzt das Gehirn wird. Volles Fund, du. Wenn du da Wasser drauf kippst, dann macht das Psch. Das ist aber auch, ey, bei uns in der Halle, ey, das ist so unerträglich warm, das ist so übel, ey. Hör ich da Mimimi? Oh, ist so. Ich muss, glaube ich, mal ein Thermometer bei uns hinstellen. Also, ich sag ja, unsere Maschinen, die laufen ja bei 250 Grad in der Regel. Ja. Ah, wenn wir die dann auseinandernehmen müssen, weil der Filter voll und sowas, das ist etwas warm, ja. Das ist schon echt übel, ey. Vor allem das Ding ist ja auch, das ist nicht wirklich Spitzdach, ne? Das ist eher so, ja, fast Flachdach. Boah. Oh, Halle halt. Ja. Das ist schon echt Wahnsinn. Da kochst du im eigenen Saft. Ja, egal, Junge. Ja, das Geld muss reinkommen, ne? Richtig. Gerade jetzt, wo alles teuer ist. Oh ja, oh ja. Oh, ich habe jetzt letzte Woche für 1,79 getankt. Nicht dein Ernst. E10, Wahnsinn. Ich hab's mal Glück gehabt. Nee, 10 tanke ich nicht. 1,79, war mal günstig. Aber dafür, wo ich dann am Samstag einkaufen war, Alter... Hier, du schlackerst ja echt mit den Ohren. Da wollen die mittlerweile hier. Du kennst doch von den blau-gelben die Dose Ananas. Ich hab's nicht gesagt. Die Dose Ananas, die große. Ich weiß nicht, wie viel da drin ist. Alter, da wollen die mittlerweile 2,09 Euro für haben. Ja, du, das geht mit Öl, dann Liter Öl teilweise knapp 3 Euro. Ja, am Arsch. Sonnenblumenöl bei denen 5,99 Euro. Dein Ernst? Ja, mein voller Ernst. Also da lasse ich das Öl, sorry, da lasse ich das Öl echt stehen. Also das, ja. das ist echt übertrieben, ehrlich. Da kannst du besser gute Butter kaufen. Ja, ist echt so. Ohne Witz. Aber das ist allgemein, du hast nichts im Wagen und bezahlst 100 Euro, ey, ehrlich. Ja. Das ist so asozial. Das ist echt brutal. Richtig asozial. Und man muss ja jetzt auch noch gestehen, man verdient ja nicht schlecht. Ja. Es gibt Leute, die verdienen deutlich weniger als wir. Ja, richtig, richtig. Das stimmt ja, allerdings. Das finde ich echt brutal. Also die Mittelschicht stirbt jetzt langsam aus. Also das ja. wird... Das ist echt übel. Also einmal hier rinnen in den Dreck, rinnen in den Staub. Jetzt müsst ihr alle gleich den Bildschirm putzen. Ja, das ist schon echt traurig, dass das alles teuer geworden ist. Und ich schwöre dir, wenn die 3 Monate rum sind, ne, dann steht bei den Spritpreisen eine 3 vorne. Auf alle Fälle marschiert das Schlager den da oben, ja. Ja. Weil die blöden Penner sich erst alles einstecken. Oh. Aber wie hieß das in dem einen Lied? Und wenn der Sprit 3,10 Mark kostet, ja, irgendwie und sowas? Kostet der Sprit auch 3,10 Mark. Ja. Scheißegal. Es wird ja. schon gehen. Ich will fahren. Ja, und wo sind wir jetzt? Bei 4 Mark. Ich wollte gerade sagen, markttechnisch sind wir schon drüber, ja. Ja. Tja, aber was will man machen? Ich meine, irgendwann ist das vorbei, dann bleibt das Auto halt stehen. Ist so, also ich versuche schon viele Sachen mit Rad zu erledigen. Gut, ja. manchmal bin ich dann doch zu bequem und fahre dann trotzdem Auto, ja. aber... Das ist auch. Ich mache mittlerweile auch nur noch alles mit dem Rad. Selbst Sandra fährt schon einkaufen mit Fahrrad, dann nimmt sie meine Satteltasche mit, ihre Satteltasche mit, vorne den Korb noch dran und.
kann kaum noch Fahrrad fahren, weil das dann alles so schwer ist. Ja. Aber sie fährt damit Rad, ne? Ja. Da hab ich mir echt schon überlegt, ob ich mir wieder einen Anhänger hole, ey. Fürs Fahrrad. Ich hab einen. Ja, hab ich ja. Das ja, ich hatte ja auch hier. Den Hundeanhänger. Ja, ich hatte ja so einen Kinderanhänger, hatte ich, weißt du? Ja, sowas haben wir als Hundeanhänger. Ja, sowas, da hatte ich ja Janik drin immer. Damit bin ich immer früher einkaufen gefahren, bevor ich noch keinen Führerschein hatte. Da habe ich überlegt, ob ich mir so ein Ding schon wiederhole, ey. Ja. So, aber nichtsdestotrotz, heute haben wir genug gemimit. Wir sind fertig für heute. Wir haben noch den wundervollen Freitag vor uns, da können wir weiter Mimimi machen. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuschauen. Lasst gerne euch nach oben da. Schreibt liebend gerne in die Kommentare. Könnt ihr einfach mal reinschreiben, wie ihr das so seht mit den Preisen. Ich meine, ihr kriegt das ja auch alle mit. Und würde mir Gedanken machen, wenn das nicht so ist. Richtig, genau. Schreibt einfach mal rein. Und ja, wir sehen uns dann morgen ein letztes Mal zu Adelshofen um 14 Uhr. Bis dahin. Tschüss und bye-bye. Bis dann. Tschüss.